Es ist mal wieder Vollmond und damit geht's weiter zur Welt von Drakensang Online. Hier das Vollmond-Event werde ich durchziehen, wie immer für die Draken. Auch mit dem vollen Event-Fortschritt. Anders als beim Neumond-Event, wo ich mir ja hauptsächlich immer nur die Boss-Kills abhole. Genau, diesmal mit Essenzen. Ich habe nämlich leider keine 1-Stunden-Rolle mehr. Die 5 Minuten könnte ich auch verwenden. Aber genau, das dürfte wahrscheinlich das letzte Event sein von den Mond-Events, wo es genau diese Items gibt und noch nicht das neue Set. Denn für Release 159 im Dezember wurde schon jetzt diesmal wirklich final das neue Set bzw. wurden die neuen Mondsets angekündigt. So, das heißt, oh Mann ey. Wer das noch nicht mitbekommen hat, schon seit längerer Zeit hieß es irgendwie, dass neue Sets in Planung sind, die man sich bei den Mond-Events dann erspielen kann. Und die werden dann kommen. Ich habe leider noch so gut wie nichts darüber irgendwie erfahren können oder heraushören können. Was sind das für Sets? Für welche Slots? Und so weiter und so fort. Ich habe jetzt übrigens auch, habe ich mir den Wächter geholt, der die Aggro zieht. Denn ich dachte mir, wenn man hier so herumläuft, nur für die Mondheuler, dann ist der eventuell interessant. Kostet 3 Punkte. Ich habe mir dafür die Befreiung bei der Frostnova weggeskillt. So, jetzt ganz kurz. Bam, badam. Einer davon müsste mal wieder gaukeln. Genau so, also. Für Release 159 sind die in der Roadmap angekündigt worden, die zwei neuen Sets, sowohl beim Neumond als auch beim Vollmond-Event. Und da kann man mal schauen. Genau, obwohl ich sagen muss, gerade diese beiden Events haben ganz gute Items, würde ich mal behaupten. Also das Hexenset ist ja äußerst beliebt. Ach komm schon, hier muss doch noch irgendwo einer sein. Wollte ich gerade sagen. So, den Wächter. Genau, und der zieht dann schön die Aggro. Also das ist gar nicht so verkehrt für solche Events. Wenn man da nur schnell durchlaufen möchte und die anderen Gegner erstmal egal sind. 35 Werwölfe erst. Und das ist schon der zweite Run. Diese Quest werde ich wahrscheinlich nicht fertig bekommen. Ja genau, dann außerdem Release 159, zumindest so wie es im Forum steht. Da ist geplant, dass man dann die Ammon-Sets, oh was ist denn da, ein Baum, die Ammon-Sets kann man dann schmieden. Sprich, man craftet 4 Ammon-Sets und bekommt dann eines mit besseren Werten. So, also nicht 4 Sets, sondern immer 4 Einzelteile. Und erhält dann eines mit besseren Werten. Das wird eventuell interessant. Ich schätze einfach, ich stelle mir das so vor. Momentan die Ammon-Sets haben ja variable Stats. So, und ich stelle mir dann so vor, dass man 4 mit variablen Stats craftet und man erhält die perfekten. Ich weiß nicht, ob es bessere Stats werden als die höchsten von den variablen. Das wäre noch interessant. Aber ansonsten, jo, bin ich darauf gespannt. Moment kurz, der Anfang immer so, dass das auch klappt mit dem Wolf hier. Dass man hier die volle Singu-Power am Start hat. Und danach kann ich weiter labern. Beim vorherigen Run habe ich 10 bekommen und jetzt bekomme ich sehe nichts, 10. Dachte schon, das Kostüm, das wäre nicht so nett gewesen. Aber immerhin 10 Draken. So, den Seelenschein muss ich da noch rüberpacken. Ich glaube, die waren in Kings Hill, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, das war mal die eine Sache. Wo ist denn der? Hier die Kiste öffnen, 50 Essenzen, ja, warum nicht? Und nochmal 50, obwohl ich glaube, die 50 sind immer drin, oder? Keine Ahnung, keine Ahnung. So, kurz checken. Zersplittertes Kardun, wie auch immer. Rein da nach Warholm. Also, das waren mal diese Dinge mit Release 159. Das neue Set eben. Wird ein bisschen dauern, bis man das
Vollständig hat. Ich habe jetzt hier, habe ich es auf die Bank getragen? Nö, die Materiefragmente 3200 und bin schon bei der vierten Quest. Also, da muss man dann schon ein paar Mal durch. Alleine nur für ein einziges Teil. Aber genau. Das ist auch eine gute Überleitung, diese Materiefragmente, denn die muss man ja zum aktuellen Zeitpunkt per Hand anklicken, um die zu looten. Das wird man komfortabler gestalten, sodass man in Zukunft mit Release 159 dann eben einfach wie Münze sozusagen, man läuft über diese Fragmente und sammelt sie automatisch ein. Finde ich extrem geschmeidig, denn genau, da erspart man sich Zeit und das Geklicke, obwohl ich sagen muss, so viele Fragmente im Verhältnis jetzt zu, weiß nicht, unreinem Wissen oder Münzen droppt da jetzt auch nicht. Von daher, aber trotzdem ist ganz nett, im Prinzip eine nette Idee. So, weiter geht's. Und dann eben ein weiteres großes Feature mit diesem Release. Werden die Schwierigkeitsgrade in den brandneuen Zwischenwelten sein. Drei wird es da geben. Schwer, sehr schwer, extrem schwer. Steht in dem Forum-Post zur Roadmap. Schwer, sehr schwer, extrem schwer. Würde mich noch interessieren, ob das also vier in Summe sind, normal. Und die vier zusätzlichen, die drei zusätzlichen, sorry. Oder vier in, drei in Summe. Und schwer ist dann, oh, verdammt, ich habe da einen verpasst. Das ist natürlich nicht so gut, was ich hier mache. Wenn ich hier mein Solo-Ding durchziehe. Eieiei, das ist immer doof, wenn die genau so fallen, dass diese beiden da sind. Aber egal, ich habe ja genügend Essenzen. Das sollte sich trotzdem ausgehen, wenn ich den schon mal platt mache. So, genau, neue Schwierigkeitsgrade mit erhöhten Drops dann auch. Denn wer mehr leistet, der bekommt auch größere, bessere Belohnungen. Da bin ich schon gespannt, wie sich das dann auswirken wird. Denn momentan bin ich ganz zufrieden mit den Drops. Das heißt, wenn die dann noch höher werden, wenn man ein bisschen mehr Schaden verursacht und so verursachen muss, das würde dann vielleicht sogar schon Überhand nehmen. Bin schon gespannt, schaue auch am Testserver vorbei. Vielleicht kann ich das vorab ein bisschen unter die Lupe nehmen. So wie sich diese erhöhten Drops und so weiter dann auswirken. Als Beispiel, droppt dann mehr an der Mand oder häufiger an der Mand? Hört sich jetzt seltsam an, aber die einzelnen Stacks. Ach, war hier einer? Den habe ich nicht. Verdammt, war hier echt einer? Dachte, das waren nur Trash-Mobs. Eieieiei. Tatsache, 100 Werwolfsblut. Das dürfte das zweite Mal 100 sein, oder? Hatte ich vorhin nicht auch schon? 717 bei 3 Runs, aber das waren alle. So. Auf geht's. Schild mit 120 Damage. Alles klar. Alles klar. Gut. Das waren die Schwierigkeitsgrade und dann steht noch dabei in der Roadmap mit Winter-Event 2015. Also das Weihnachts-Event kommt natürlich auch im Dezember und wie ich so gehört habe, soll das relativ lange gehen. Worauf ich mich ehrlich gesagt freuen würde, ist wieder so ein Adventskalender. Denn den fand ich ziemlich genial, weil eben, ja, kostenlos so die ganzen Dinge, die man bekommen hat, zum Beispiel mein, wie heißt es, Schneesucher, Moment mal. Dieses Kostüm hier, Eisforscher, Schneesucher, wie komme ich denn auf Schneesucher? Mein Eisforscher-Kostüm, einfach Amethyst und Kostüm, weil ich jetzt von Kostüm rede, droppt hier das, naja. So, das Kostüm ist zum Beispiel aus dem Adventskalender. Ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern, was es da alles gab, aber definitiv nicht nur Schrott. Ab und zu waren verbrauchbare Emotes und so dabei, aber irgendwie Essenzen erinnere ich mich. Und jo. Also, so ein Adventskalender, der wäre genial. Da würde ich mich extrem freuen, wenn sowas kommt. Fette Bonuscodes zu Weihnachten, Gutscheincodes und so weiter.
Und sofort bin auch schon gespannt, ob das Midwinter-Event an sich dann so bleibt, wie es war, oder ob es ein bisschen geändert wird. Ich würde mich nämlich extrem über diesen Edelstein freuen. 5% mehr Mana. Nein, 5 mehr Mana, 1% mehr Lebenspunkte. Das fände ich genial, weil aktuell diese anderen offensiven Steine, die ich... Wow, Saphir! Glückwunsch! So, die anderen Steine, die ich so... Saphir 2133 an der Mand, Gegenwert. Die ich so habe, die mit eben 5% kritischer Schaden. Damit kann ich aktuell leider nichts anfangen. Mit dieser kritischen Trefferwertung. Deshalb wäre so ein 5 Mana, 1% Lebenspunkte Edelstein. Der wäre mir echt ganz lieb, muss ich sagen. Und da würde ich wahrscheinlich entweder hier einen Sockel dazu machen oder diesen... Ja, irgendwie würde ich den da schon reinbringen. Ich kann ja hier noch 5 Slots, das werde ich machen. Ich denke, das Dragon-Set trage ich jetzt echt ein bisschen länger auch. Vielleicht füge ich hier die 5 Sockel hinzu. Das mache ich, denke ich, jetzt direkt danach. So, obwohl ich gerade, muss ich ehrlich sagen, keine passenden Steine am Start hätte. Glaube ich so, die ich da reinpacken könnte. Weil ich erst vor ein paar Wochen geschmiedet habe, um alles zu verwerten. Aber das kann ich machen, genau. Hier Slots hinzufügen. Ich dachte ja, ich war mir am Anfang nicht so sicher, werde ich das jetzt länger tragen oder doch irgendwann wieder ersetzen, sozusagen das Dragon-Set und nur jetzt mal vorübergehend, weil es hier gerade mit 2 Händen so viel Spaß macht. Aber ich schätze vielleicht sogar selbst mit 1 Hand dann... Oh Mann, ey. Da kommt man jetzt mal nicht durch. Selbst mit Einhand dann könnte ich eventuell das Dragon-Set mit Kugel im PvP tragen. So, das sind mir ein bisschen zu viele. Habe ich schon wieder einen verpasst? Ich hoffe nicht. Mann, wie sind denn da gerade so viele? Da kommt man ja nicht durch. Uiuiuiui. Oh, lass mich hier durch, genau. Also, Dragon-Set mit Kugel. Da habe ich schon ein paar Leute so in der Arena gesehen. Und das war nicht von schlechten Eltern, was die alles wegblocken. Das waren fast unsterbliche Zirkelmagier. So, und das möchte ich auch mal gerne ausprobieren. So eine Skillung eben mit 80% Block. Dragon-Set, Kugel und Einhand. So, hier ist was am Start. Ein kleiner Mondheuler. Wächter ist auch wieder da. So, halte mal die anderen ab. Sogar der Mondheuler zieht die Agro von dem. Das finde ich interessant. Leider die meisten Bosse sind ja irgendwie nochmal 100. Wenn es läuft, dann läuft's. Die meisten Bosse sind ja erstens leider und zweitens auch irgendwie verständlich immun dagegen. Wäre ja zu einfach, wenn man sich irgendwie so einen fetten Wächter holt. 5 Zirkelmagier. Und waren das schon 4? Ich habe jetzt nicht so genau... Nö, waren es noch nicht. 4 Zirkelmagier, 5 Zirkelmagier. Und dann tanken nur die Wächter. Wenn der genügend aushält. Das wäre zu gut, um wahr zu sein. So, jetzt bin ich dran mit dem Rufen. 50 Werwolfsblut. Das ist schon mal gut. So, wie viel habe ich? Mit 13 habe ich begonnen. Jo, wenn man mindestens zu dritt ist, hat man da im Prinzip immer ein Plus. So, ich hole mal den Wächter raus zum Spielen. Und rufe dann auch schon. Oh, nur den Stun. Den Stun hatte ich hier noch nicht. Okay, auf geht's. Essenzen sparen, die anderen müssen nebenbei... Stun, Stun, Stun. Die anderen müssen nebenbei umfallen. Durch die geballte AOE-Power. Und hier nochmal. Ein bisschen was drauf. Und dann ist er auch schon down. Die Kappe, ich glaube, die habe ich nicht mal noch komplett in der 50er-Version in gut. Also ich hatte schon von jedem Teil was. Aber noch keine Items, die besser waren als meine alten 45er. Wie sieht es hier aus? Auf den ersten Blick sieht das ganz gut aus. Aber ich bin... Oh, hallo Rift Traveler. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ah, 432 Leben. Nö, dann ist das mies. Wusste nicht, dass die so gut sein können.
die Stats auf der Kappe jetzt so. Platz habe ich noch, aber das würde mich dann interessieren. So, würde mich interessieren, was ich da so bisher am Start habe. Wo sind sie denn? Denn vielleicht kommt ja mal wieder Flagginator oder irgendwie sowas in der Art. Von daher 316. Nö. Ist, naja, keine Ahnung, ist das 50er Teil. Hat dann noch mehr Rüstung. Ist im Prinzip relativ ähnlich. Er macht keinen großen Unterschied. Eventfortschritt 1000. Ja, ich denke mal, ein Run geht noch. Und dann auch im Kostüm, dass das Spiel vielleicht sieht. Yo, ich habe schon das Kostüm. Bitte nicht nochmal geben. So, wo ist es? Hier ist es. Auf nach Warholm. So, und da wären wir wieder zu dritt. Passt ganz gut, muss ich sagen. So das blutrote Kostüm mit dem dunkelroten Umhang vom Dragan. So, das sind gerade ein bisschen viele. Aber der Wächter leistet in der Tat gute Arbeit. Also danke für den Tipp. Haben mir ein paar Zirkelmagier gesagt. So, und ich habe es auch in Gruppen gesehen. Haben mir ein paar gesagt, yo, hol dir doch den Wächter. Der erleichtert einem das Leben. Seit dem neuen Update. Also früher kam das für mich nicht in die Tüte, denn da war es so entweder Wächter oder Singun. Da war die Wahl für mich jetzt nicht so schwer zu treffen. Aber jetzt kann man das ja mal machen. Worauf ich verzichtet habe, das ist die Befreiung. Oh, da ist was. Hier geblieben, das ist die Befreiung von der Frostnova, da habe ich aber schon erwähnt. So, aber ich denke mal im Vollmond-Event. Wow, 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 wow. Nicht so tragisch. Das dürfte Nummer 3 gewesen sein. Ich weiß nicht, was da los ist, das wollte ich auch schon erwähnen. Ich habe es ausgestellt in den Optionen. Aber es dürfte wohl. Keine Ahnung, Moment, ich zeige es gleich dir. Man hält mich ansonsten für verrückt irgendwie. Okay, jetzt habe ich hier leider keine. Doch, jetzt. Singu. Seit meinem neuen Aufnahmeprogramm stürzt ja glücklicherweise das Spiel nicht mehr ab, sobald ich die Optionen öffne. Einstellungen. Eine Meldung zu neuer Ausrüstung. Aus. Quest-Navigation sollte damit nichts zu tun haben. Bluteffekt egal. Tutorial habe ich aus. Ja. Also keine Ahnung. Es hat an diesem einen Tag funktioniert irgendwie. Und jetzt nicht mehr. Keine Ahnung, woran das liegt. Wer eine Lösung hat, gerne her damit. Ich meine, es stört mich jetzt nicht so. Aber ist trotzdem ein bisschen, ja, wie auch immer. So. Ganz kurz, was ich schon länger nicht mehr gemacht habe, ist mit dem 3-Minuten-Buff. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde es mittlerweile nervig, die zu holen. Ich wüsste jetzt nicht mal, wo man dieses Knicklicht bekommt. Naja, so, aber jetzt geht's weiter mit dem letzten Ahnenwolf. Doppelt hält besser und dreifach sowieso. Das war unnötig, aber egal. Warum denn nicht? Was ich 10. Was ich lustig fände, wenn die Singus sich stapeln würden, also auch vom Schaden her. Wenn irgendwie zwei Leute die casten, dass dann der Schaden doppelt zählt. Oder wenn ich selbst persönlich zweimal die Singu caste, dass für mich alleine der Schaden auch immer doppelt runter tickt. Also, was ich jetzt machen wollte, ist hier erstmal im Helm. 2000. Ach, ich kann es nur in einem Item hier machen. Wegen meinem Undermant-Konto momentan. Aber mache ich mal hier im Helm. Und ich hatte. Muss kurz überlegen. Wo war denn das? In den Handschuhen, oder? Ja, hier ist ein Edelstein mit 70 Rüstung drin. Den kann ich mir zum Beispiel noch gönnen und irgendwann craften, muss sowieso wieder anstehen. Wo ist er? Denn wenn ich auf der Bank schaue, ich bin komplett voll. So. Da ist schon wieder alles voll mit Edelsteinen. Sind zwar nicht immer die besten, aber wie gesagt, ich habe echt kaum mehr Platz. Das heißt, Crafting steht echt mal wieder an. Na gut, ich bedanke mich auf jeden Fall herzlichst bei der Gruppe. Das war ein Video zum Vollmond-Event
im November 2015. Werde das noch fertig machen für die Draken und so weiter und so fort. Aber genau, Wüste der Essenzen muss dann auch noch anstehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, es geht einfach beim nächsten Mal weiter. Oh, Spiele-Trend. Oh.